Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit Mad-Eye und Sailor Cat. Beim letzten Mal, was war beim letzten Mal, haben wir ein Theaterstück aufgeführt. Das Theaterstück aufgeführt und dann wollte sie dann die Prinzessin entführen und das ist irgendwie nicht so, hat bis jetzt noch nicht so richtig geklappt. Und jetzt sind wir hier mit Steiner unterwegs und sollen sie irgendwie suchen. Und ich habe das Duell nachgespielt, was bewirkt, dass wir jetzt 10.000 Gil reicher sind. Und wir haben... Falscher Knopf. Und wir haben den Mondsplitter. Das ist eins der seltensten Items im Spiel und man bekommt halt unter anderem dadurch, dass man die 100% bei diesem blöden Duell hinkriegt. Es hat letzten Endes gar nicht so lange gedauert tatsächlich. Ich glaube, es hat dann beim vierten Versuch oder so insgesamt geklappt. Aber trotzdem. Na dann. Konnte man ja nicht wissen. Für die jetzt nicht wissen, wie man an den Mondsplitter kommt, sobald man Steiner ist und aus der Loge der Königin rausgeht, muss man dann einfach nochmal umdrehen und mit der Königin reden. Die gibt einem dann den Mondsplitter, aber halt nur, wenn man die 100% hatte. Krass. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Mhm. So. Markwart, Pluto-Soldat Nummer 2. Wahnsinn, oder? Aber in der Geschichte ist wohl was dran. Kochel, Pluto-Soldat Nummer 3. Nicht zu fassen. Aber du weißt immer als erster Bescheid, was? David? Hä? Ja, ich dachte auch, das hieß ja nicht anders. Ich wittere einen Übersetzungsfehler. In der deutschen Version heißen die nämlich alle anders. Ach so. Potztausend! Obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren hier also ein Schwätzchen! Oh, Hauptmann. Habt ihr das schon gehört? Weimar hat wohl was mit der Kellnerin Resi, glaube ich. Interessiert mich das vielleicht, du Kratzer? Ich glaube, diesen Dialog habe ich noch nie gelesen. Ach so. Geht sofort die Prinzessin suchen, und zwar zackig. Zu Befehl, Hauptmann. Ja, ich habe das Texttempo runtergedreht übrigens. Und ja, ich wollte gerade sagen, in der deutschen Version haben die Pluto-Soldaten alle andere Namen. Das läuft insbesondere darauf hinaus, zwei von denen heißen im Original Bix und Wedge. Das ist so ein Running Gag in Final Fantasy. Irgendwo gibt es immer Charaktere, die Bix und Wedge heißen. Nur in diesem nicht, weil umbenannt. Okay. Ach, guck mal, es gibt sogar, da sieht man es, ne? Also, das sind bestimmt originale Namen. Ja, bestimmt. Am besten finde ich Bayreuth und Weimar. Ja, habe ich mir auch schon gerade gedacht, so, okay. Märchenheim ist auch gut. Ich weiß nicht, ob es Märchenheim wirklich gibt. Hagen gibt es wirklich als Stadt, ne? Also, Bayreuth und Weimar sind auch Städte, für die das vielleicht nicht wissen. Ja. Naja, wir suchen die Prinzessin. Also theoretisch können wir jetzt überall noch diese Pluto-Soldaten einsammeln, das bringt aber rein gar nichts. Außer, dass wir ein bisschen was über sie erfahren, was uns bei einem Rätsel weiterhilft, das wir aber erst in ungefähr 12 Spielstunden gestellt bekommen. Und bis dahin hat das jeder normal denkende Mensch vergessen. Okay. So, da ist ein Charakter, der Küchenchef. Und das, ja, es ist ein Mann. Glaube ich. Also das ist eine Streitfrage, bei dem weiß keiner so genau. Ach so. Im Deutschen wird er immer als er betitelt. Zeigt, was ihr könnt. Kocht! den sehen wir aber auch erst so in 6 Stunden wieder. Na dann. Aber der ist am Anfang... Tschüss, komischer Koch. Tschüss, komischer Koch, ja. Ist tatsächlich ein spielbarer Charakter. Oh. Also es ist so ein Comedy-Charakter, aber ich mag ihn jetzt nicht besonders. Ich finde die Witze nicht besonders gut. Nanu? Ah, das Theaterstück scheint ein großer Erfolg zu sein. Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbeigeht, dann gibt es einen sauberen Anpfiff von Königin Brane. Und außerdem werde ich dann wieder zur Zielscheibe des Spotts für Beatrix, Leute. Ich muss mich beeilen, dann steh halt nicht dumm rum und red mit dir selbst. Ja, echt so. Ich glaube, die sind am Flirten, aber der Dialog ist mir jetzt zu lang. Bin ich gerade richtig? Ne, ich glaube, wenn ich hier lang gehe, dann müsste ich zum Turm kommen. Ja, ich bin richtig.
Das liebe ich ja, wenn man so einen Screen-Übergang hat und wenn man dann ankommt, kann man in dieselbe Richtung wieder aus dem Bildschirm rauslaufen. Ja, das hasse ich auch total. Das ist mir auch schon so oft in irgendwelchen Spielen passiert. Oh, wer ist das? Ah, das ist Bayreuth. Ich bin ganz schön außer Puste. Oh. Hauptmann Steiner. Haltet ihr euch etwa auch neuerdings jeden Tag mit etwas Treppensteigen in Form? Nein, nein, nein! Nichts dergleichen! Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet! Ist sie etwa da oben? Hast du sie gesehen? Nun, ich war gerade auf dem Weg nach oben, und da bekam ich plötzlich so ein gemeines Seitenstechen. Das ist echt die Elite der Elite. Ja, super. Jetzt gibt's gleich eine coole Szene, immerhin. Ich bin fix und fertig. Ja, kein Wunder, wenn du mit der Rüstung da hochmarschiert bist. Ja. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss die Prinzessin finden. Geht weg. Husch. Moment mal! Das ist doch die Prinzessin! Warum rennen die da oben im Kreis? Ja, er verfolgt sie und sie ist anscheinend gerade auch ein bisschen dusselig. Ach so. Ich find's aber geil, wie er wie so ein Schachtelteufel da auf und ab hüpft. Sehr gut. Der Kasper. Ja, Steiner ist auch so ein ungewollter Comedy-Charakter, weil er halt irgendwie immer so todernst ist. Na dann. Verfolgt von einem Räuber. Prinzessin, ich eile. Hey, das Bild kenne ich. Ja, das ist auch sehr bekannt. Und sie macht einen auf Aladdin. Ja. Bounce. Und Steiner natürlich hinterher. Was glaubst du, wie gut das klappt? Bestimmt ganz toll. Ja, die Rettungsaktion wäre erstmal vorbei. So, gleich kommt die einzige Frau, die ich spreche, weil ich dir die nicht zumuten will, aber du kannst es ja erstmal versuchen. Okay. Nanu, wo ist Garnet bloß hin? Bounce. Uff. Aua. Wie sie sich noch so verbeugt. Andere Richtung. Okay, dann nehmen wir das mal jetzt da. Jetzt sehe ich seinen Son Goku-Schweif auch. Ja. Trommel, Trommel, geht in Mark und Pein, mein Getrommel, was? Ja, okay, nein, ich rede nicht mit euch. So, da haben wir Ruby. Aber soll das? Also. Die spricht nämlich so einen Kölschen Dialekt. Ja, ich glaube, das kannst du besser. Bin ein bisschen näher dran, ne? Ja. Hey! Doda! Wenn du mich schon umrennen tust, dann entschuldige dich wenigstens. Ich bitte um Verzeihung. Ich war in Eile und da... Also wirklich, wo ich doch gleich auf die Bühne muss. Hey, Zidane, hör doch mal. Die Kleine da hat nicht alle Tassen im Schrank. Wie auch immer, lass mich zu ihr durch. Augenblick mal. Was ist hier eigentlich los? Nein, Ruby, wir reden später. Super. Die Dialekte in dem Spiel, ich liebe das. Oh, da waren wir schon mal. Ah ja, stimmt. Puh, endlich zur Vernunft gekommen. War zwar irgendwie anders geplant, aber das macht die Sache nur noch einfacher. Hehe. Ihr gehört doch zu der Schauspielertruppe. Verflixt, sie hat mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber... Ich bin... In Wirklichkeit...
Prinzessin Garnet Till Alexandros von Alexandria. Dam, dam, dam! Und ich habe eine große Bitte an euch. Würdet ihr mich bitte auf der Stelle entführen? Wie? Wie bitte? Nun, ich, Sehr gut. Prinzessin, seid ihr hier? Oh nein, sie suchen mich schon. Naja, wirst schon deine Gründe haben. Okay, überlass einfach alles mir. Ich danke euch, ich stehe tief in eurer Schuld. Nun, verehrtes Prinzesschen, ich erlaube mir hiermit, euch zu entführen. Sehr gut. Süße Szene. Ach, da hast du wieder deinen Bayern. Achso. Was drädelst denn da so rum? Du kimmst jetzt her und zwar fix zerfix. Fix zerfix ist auch gut. Garnet, du brauchst dich nicht fürchten. Das ist Cinna, ein Kumpel. Ach so ist das. Ach, Sodeska. Sodeska, ja genau. Dürfte wohl der Originalsatz gewesen sein. Ja. Das bist immer noch du. Achso. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich hoffe, euch mit meiner Reaktion nicht beleidigt zu haben. Ja, aber eigentlich kein Wunder, dass du mit seiner schrägen Fresse so erschreckst, Prinzesschen. Wow. Was ist? Ein ganzer Schäler bin ich. Host me, Zephix. Was heißt host me? Hast du mich verstanden? Ah, okay. Prinzessin! Zack, Zement, schnell vor, Zephix. Los, schnell Zinner hinterher. Ich find's lustig, den zu sprechen. Der ist auch geil, das ist ein super Comedy-Charakter. Prinzessin! 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 Wie so eine Katze. Prinzessin? Prinzessin! Prinzessin! Aha, der Herr bequemt sich auch endlich! Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Die Prinzessin! Wie oft will er noch rufen? Ich glaube, die Folge könnte lang werden. Ich denke, ich weiß nämlich gerade, wo der nächste Speicherpunkt ist. Egal, das ziehen wir durch. Hey, Zinner, das ist doch eine verdammte Sackgasse hier. Hehehe, ich hab euch im Griff, Zephix. Zack. Peng. Hopp, du eine kleine Falltür, hi, Zephix. Prinzessin! Schnell, spring, Herr Zephix! Flup, flup. Ist die Prinzessin etwa da unten? Guck dir mal an, was der für eine Wampe hat, der Soldat! Ich springe schon, Hauptmann! Ja, noch dümmer hättest du es auch nicht anstellen können. Sehr gut. Kerl! So fängt er übrigens oft Sätze an. Kerl! Was machst du da für Faxen? Ah, Hauptmann, ich steck fest! Ja, wo denn? Verdammt nochmal! Ja, aber da ist doch genug Platz. Ja, er markiert ja auch nur. Reingelegt. Ach so, verstehe. Willkommen im Steampunk. Ja, ich sehe schon. Welch graziler Sprung, Prinzesschen. Da könnte ich mich ja glatt verlieben. Ein leichtes. Schon vergessen, wie ich vorhin entschlossen den Turm hinuntersprang? Wie könnte ich? Du bist eigentlich viel zu schade für eine Prinzessin. Bitte, lasst uns dies ein andermal besprechen. Wir sollten gehen. Ja, wir sollten gehen, aber vorher spiele ich an der Maschine rum. Na dann. Zephix? Was? Motordruck soll's, glaube ich, ach heißen. So. Wenn's den Motordruck so abdrast, stürzt man noch halt nur ab, Zephix. Das Radl sofort nach rechts dran, Zephix. Und wer aufgepasst hat, hat gesehen, da ist gerade eine Kiste runtergefallen. Ich hab nicht aufgepasst. Hier.
Na, ich komme gerade nicht hin, aber ich spiele weiter an der Maschine rum, weil er hat ja gesagt, nach rechts drehen, dann machen wir das. Und da fiel die nächste Kiste. Fix! Wenn es den Motordruck so aufgedrasen hat, flirgt das Schiff nur in die Luft, Zephix. Die tragen sofort noch links dran, Zephix. Okay. So, lalalalalala. Kiste 1. Phönixfeder. Ah ja. Phönixfeder ist so das Standard Heil, also das Standard tote Gruppenmitglieder wieder aufheben Item. Und Phönix Daune, das ist das gleiche, nur in teuer. Na dann. Gleich, wenn dies Stickel aus ist, noch halt hau mal ab. Lasst uns in das Zimmer zur Linken flüchten. Okay. Stehen geblieben! Prinzessin Steiner wird euch retten, verzagt nicht! Prinzessin Garnet, seid unbesorgt. So ist recht, zum ersten Mal seit der Gründung der Pluto-Truppe gelungene Zusammenarbeit. Weiter so, Soldat! Sehr gut. Prinzessin, alles wird gut. Mit Verlaub entführen wir euch jetzt, wenn's recht ist. Bitte? Wer bist du, Komiker, überhaupt? Von nun an... passen wir... auf die Prinzessin auf! Ich dachte, du kriegst es hin, dass wir es gleichzeitig sagen. Nein, so schnell war ich dann nicht. So, Kampf gegen Steiner. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt mitkämpft? Nee. Und ja, es ist ein Bossfight, also klauen. Und ja, der Pluto-Soldat, der angebliche, ist blank. Seitenhemd okay, geklaut, pass. Lederhut geklaut und das war's schon. Wow. Ich glaube, ich habe noch nie so effektiv einen Gegner in diesem Spiel beklaut. Das ist nämlich etwas, was das Spiel, was vor allem das Let's Play etwas in die Länge ziehen könnte, wenn man die Gegner immer leer klauen muss. Oh, Zinna ist tot. Ja, Zinna hält doch nichts aus. Die Musik ist cool. Na, wenn das so ist. Space Sword Buster. Nein. Ah, die Käfer sind frei. Verdammter Mist. Ja. Was ist denn das? Die Käfer. Juckzirpen, um es genau zu sagen. Verdammte Juckzirpen. Und der Text ging zu schnell. Los, das ist ja unsere Gelegenheit. Jetzt kommt wieder eine Szene, die ich sehr, sehr geil finde. Heute Abend endlich werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinzen und somit auch über sein Land. Buhahahaha! Wir haben einen verdächtigen Mann festgenommen. Na, wenn das mal nicht Markus ist. Aber wie sehr du auch Cornelia lieben magst. Und egal, wie sehr Cornelia auch dich lieben mag. Ein Kerl aus so niedrigem Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Ich sag's ja, Kabale und Liebe. Ja, schon. Wenn diese Glocke zum dritten Mal läutet. 1 Uhr nachts und alles in Ordnung. Dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. Aber war bei Kabale und Liebe nicht der Mann, der von höherem Stand, oder verwechsel ich da gerade was? Nee, ja doch. Da war es der Mann, genau. Naja, aber fast. Was sollen wir tun? Das ist eine Sackgasse. Verdammt, wir sitzen in der Falle. Zieh dann! Lift Nummer 2, Zephix. Okay, Garnet, hierher. Bei Fuß. Wow. Aua! Was heißt wow? Ja, super, mit einer Frau zu sprechen. Ja gut, muss gerade schnell gehen. Ja.
Noch einmal. Also nach meiner Zählung haben wir jetzt schon dreimal geläutet. An alle, spielt einfach weiter. Jetzt bitte auf Steine achten. Wo bin ich hier nur? Cornelia! Dein geliebter Markus. Markus! Ja, das ist es. Und Steiner steht da immer noch wie so ein Vollidiot. Hihi, Theater war schon immer ein kleines Steckenpferd von mir. Na prima, dann spielen wir jetzt erstmal eine Weile weiter. Königin Brane sieht bestimmt auch zu. Markus, ich hab dich ja so vermisst. Ich find's geil, wie ihre Textbox jetzt auch schlagartig in Cornelia geändert wurde. Ja, da war ich auch gerade ein bisschen verwirrt. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Und Steiner kreist wie so ein Wetterhahn. Na, König Lea? Wie heißt der? König Lear oder König Lea? Wie soll ich sagen? Lear, ne? Lear. Na, ja. König Lear, wie schaut's aus? Gebt den beiden eine Chance. Ausgeschlossen. Du möchtest nie wieder von ihm getrennt sein? Das ist ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Habe ich schon ausgeschlossen gesagt. Cornelia wird Prinz Schneider hier heiraten. Prinz Schneider? Ich und die Prinzessin? Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle töten. Was? Ah, nicht doch. Abgang, die sind zu stark. Cornelia, sei brav und kehre mit mir zum Schloss zurück. Nein, ich will nicht. Cornelia, hör auf deinem Vater immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du denn nicht, dass diese Heirat nur zu deinem Besten ist? Das lasse ich nicht zu, König Lea. Es wird Zeit, endlich abzurechnen. Für die Rache meiner Eltern, für meine geliebte Cornelia. Möge mein Schwert von nun an sprechen. Au! Wie Steiner ausflippt. Warum? Markus... Bitte vergib mir, aber es ist mein Vater. Er ist mein Vater. Cornelia, Prinzessin! Vater, verzeih, dass ich so ungezogen war. Aber bitte zeige Güte und vergib Markus. Sterb. Das sterbt, genau. Und sie stirbte. Ja. Ich feier immer noch Steiner. Das darf nicht sein. So werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimme nie mehr hören. Und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührung nie mehr spüren. Wenn dem so ist, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Oh, Markus! Oh. Was für ein schönes Theaterstück dieses Jahr. Oh! Mir kommen gleich die Tränen. Das mit den Tränen sollte sie bei so viel Make-up lieber lassen. Ja. Mal nebenbei bemerkt, wo steckt eigentlich Garnet? Boah, mächtig gutes Stück. Ach, scheiße, ich hatte ihnen ja so eine Krächzerstimme gegeben. Ja, wirklich schön. Siehste, hat sich doch gelohnt, extra über die Dächer bis hierher zu kommen, oder? Ah, so ein Mist! Und Hauptsache, die Pluto-Truppe verfolgt die beiden Deppen, statt die Prinzessin zu suchen. Idiot, steh auf! Die schnappen wir uns, bleibt ihr wohl stehen? Bitte vergib deinem Vater. Prinzessin! Es tut mir leid. Hier geblieben, stehen bleiben. Kommt nicht näher. Wusch.
Ah, ich brenne! Zidane, ich glaub, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, das ist dann wohl das Ende der Theatergruppe Tantalus. Garnet, wir hauen ab. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das glaube ich dir. Steiner, bitte, lasst mich einfach nur in Ruhe. Hauptmann, wie lautet euer Befehl? Das ist eine schöne Textbox. Erstmal alle festnehmen. Geil. Ein Sturkopf wie immer. Lass die Pfeife und komm endlich. Wow. Hat ihn gar nicht mehr so frech. Die Dialoge sind toll. Ich hatte ihn gar nicht mehr so frech in Erinnerung am Anfang. Prinzessin! Hey, Kleiner, bist du in Ordnung? Ja, ich bin nur ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Ja, noch ein Kampf gegen Steiner. Aber diesmal müssen wir nicht klauen. Und wir haben Garnet im Team. Was eigentlich heißt, dass dieser Kampf unmöglich zu verlieren ist, weil Garnet kann heilen. Na dann. So, es ist wieder so ein Theaterkampf. Das heißt, die Magiefähigkeiten von Markus und Zidane können wir vergessen. Aber die echte Magie von Vivi, die können wir schon benutzen. So, was kann Garnet? Garnet kann per se heilen. Und außer heilen kann sie noch keine andere heilige Magie. Und sie könnte rufen. Da würde sie so Bestia heißen sie hier. So Monster herbeirufen, die helfen. Aber ihr seht, ihr maximales Mana ist 46. Und um die schwächste von denen zu rufen, braucht sie 96. Ja gut. Können wir also vergessen. Also heilt sie einfach mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diesen Kampf würde man prinzipiell verlieren, wenn Steiner alle umbringt, außer Garnet. Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein, dass ich einen Kampf einer gegen vier verliere? Wir sind fertig, Zephix. Gut. Hier ist alles klar, Chef. Sehr gut. Voller Schub voraus. Roger, los geht's. Roger. Achso, war das Sinna, der es gesagt hat? Ich glaub schon, aber ist auch egal. Oh oh. Das könnte jetzt Schwierigkeiten geben. Ups. Aber ich find's cool, dass das Theaterschiff so geparkt wird, dass alle Kanonen direkt drauf zeigen. Ja, super. Oh, süß. Oh, shit. Ja, shit. Oh, großer Shit. Was ist das denn? Ein Bomber. Und dieser Kampf ist jetzt ein bisschen lächerlich, weil wir müssen im Grunde nur eine Anzahl von Kampfrunden überleben, bis dieser Bomber explodiert. Aber die Dialoge sind ganz lustig. Also okay. Aufpassen, wir haben jetzt ein paar Im-Kampf-Dialoge. Größer werden! Dreh dich um, Alter! Auf faule Tricks falle ich nicht herein! Steiner, bitte, hinter euch! Ich bin doch geil, dass der Bomber nichts macht und nur hinter ihm hockt. Tja, und der Typ checkt einfach nichts. Größer werden. Also Bomber ist eigentlich ein ikonisches Final Fantasy Monster, das die Eigenschaft hat, irgendwann zu explodieren. Ach so. Ein Bomber!
Der Bomber geht gleich hoch, und so. Auf faule Tricks falle ich nicht herein. Ja, dann flieg halt in die Luft. Größer werden. Ah. Ups. Feiert die das gerade ab? Ja. Wow. Das Ding fliegt aber noch. Was? Das Ding fliegt noch. Ach so, ja. Mehr oder weniger jedenfalls. Der arme Fächer. Mhm. Ah, wir stürzen ab, sei fix! Das ist eine völlig richtige Einschätzung. Ja. Das war ein Knall. Diese kleine Göre! Ich hielt sie bisher nur für unbedarftes kleines Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Sie hat einen neuen Fächer. Oh ja, die hat bestimmt den ganzen Berg davon. Son! Son! Wie sieht's aus? Sind Sie schon einsatzbereit? Bereit für den Kampfeinsatz, sag ich. Und Prinzessin Garnet machen wir den gar aus, sag ich. Wer hat was von Töten gesagt? Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her! Wow. Die ist böse. Die ist böse. Na, sie nicht, die anderen eher. Ja, sie auch. Ich hoffe übrigens, mein Mikro übersteuert nicht, wenn ich schreie. Bis jetzt geht's, glaube ich. Das kann man bestimmt ausbeulen. Das Schiff ist wie neu. Kaum gebraucht. Ja, genau. Hast dich erwischt, Sinna? Bei mir ist alles klar. Aber prima vista ist hier. Zerfix. Jetzt beginnt's erst so richtig spaßig zu werden. Dass wir uns ausgerechnet im verwunschenen Wald abstürzen mussten. Ja, es ist ein japanisches Rollenspiel. Wo willst du denn da sonst abstürzen? Ja, stimmt. Aus dem vermaledeiten Void ist nur Corner wieder lebend rausgekommen, Zefix. Chef, wir haben hier ein Problem. Unten ist ein Feuer ausgebrochen und es breitet sich ruckzuck aus. Keine Panik in der Botanik. Überlegt euch lieber, wie wir das Feuer wieder löschen können. Ich würde Wasser nehmen. Nur so eine Idee. Ja. Und vergesst nicht, die Verletzten rauszutransportieren. Schon klar, Chef. Bringen unsere gesamte Beute nach draußen. Waffen, Items. Da steht echt Items, geil. Alles, was ja noch zu gebrauchen ist. Wenn die alle in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nicht mal mit den Füßen voran. Roger, Zefix. Stimmt, der hat einmal Roger gesagt, ohne Zefix. Wow. Löscht jetzt endlich das verflixte Feuer, Zefix. Aloha, bringe das ganze Zeug nie und nimmer naus, Zefix. Roms! Was tut ihr denn da alle, Zefix? Wollt ihr, dass euch verkokelt, Zefix? Wir suchen Prinzessin Garnet. Yep, wir können sie aber nirgends finden. Sag mal, ist das Big Macintosh? Nein, er und seine drei Brüder sind zusammen Big Macintosh. Na dann. Die haben nämlich alle denselben Sprachtick.
Vielleicht ist sie beim Absturz unters Schiff geraten. Yep. Nicht nur die Prinzessin entführt, sondern ihr zu Siano platt wie ein Flunder, Zephix. Dafür hängen wir alle, Zephix. Du durst also doch nur leben, Zidane. Da legst du nieder. Vom flügernden, was? Derderschiffsspringer, Zephix. Theaterschiff. Ach so, Springer Zephix. Von wegen abgesprungen. Ich wurde beim Absturz hinausgeschleudert. Was ist mit den anderen? Ich will den Mogri da. Oh, dann macht ihr mal keine Sorgen. Unkraut vergeht eben nicht, Zephix. Aber wenn wir die Prinzessin nicht finden, werden wir garantiert am Galgen baumeln, Zephix. Ein ATE? Ach, du wolltest ja sprechen. Also, ein ATE, Kumpo! Steht für Active Time Event, so kannst du die Geschehnisse, die anderorts stattfinden, miterleben. Wenn links unten auf dem Bildschirm ATE eingeblendet wird, eins drücken, Kupo. Egal wo du dich befindest, wird ATE eingeblendet. Erstmal schauen, was anderorts vor sich geht, Kupo. Drück doch gleich mal eins, Kupo. Bald, Tyrann. Uah! Bist du in Ordnung? Kommt es immer noch näher? Ah, Hilfe! Ja, die haben ein Problem. Aber was sie für ein Problem haben, das erfahren wir nächste Folge. Diese Folge hier hat inzwischen mehr als die doppelte Länge, die eigentlich angedacht ist. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann hin, dass die Folgen wirklich 15 Minuten lang sind oder höchstens 20. Ja, das passt schon. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, teilen, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles tut. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Willst du noch was sagen? Ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.